Siehst du, Hurwinek? Ich sehe, ich sehe. Und was siehst du dort, Hurwinek? Was sollte ich sehen? Menschen? Denkst du, sie sehen uns auch? Wenn sie in die richtige Richtung sehen, dann ja. Du meinst in unsere Richtung? Na klar doch. Und du hast immer in die richtige Richtung gesehen? Da tue ich schon 100 Jahre. Und es hat sich uns ausgezahlt. Wie das? Weißt du, wie viele Generationen uns schon gesehen haben? Das hat sich wahrhaftig ausgezahlt. Das würde ich sagen. Also, diese meine 100 Jahre waren keine vergeudeten Jahre. Und Vati, du hast also wirklich immer in die richtige Richtung gesehen? Um ehrlich zu sein, manchmal mussten sie mich zurechtrichten. Bestimmt hast du da die Augen verdreht, wohin du nicht solltest, was? So etwa, naja. Aber auch das ist manchmal unausweichlich. Und wer hat dich zurechtgerichtet? Obwohl ich eine Marionette bin, ließ ich mir gern den Weg von denen weisen, zu denen ich Vertrauen und Respekt hatte. Zum Glück gab es genug von ihnen. Da wart ihr euch wohl gegenseitig Wegweiser, stimmt's? Genau so, lieber Sohn. Weißt du was, Vati? Was denn? Ich wünsche dir für die zweiten 100, dass du immer solche Menschen um dich haben wirst, mit denen die Suche nach dem richtigen Weg Spaß macht. Und Ihnen, liebe Freunde und Besucher des Puppentheatermuseums in Bad Kreuznach, wünsche ich das Gleiche. Ha ha! Hehehehehehe